zum zweiten Mal lud die Haufe-Gruppe in diesem November führende Personaler Deutschlands zum Talentmanagement-Gipfel nach Heidelberg ein. Unter dem Motto Involvieren, Entfesseln, Wachsen tauschten sich Experten aus Wissenschaft und Praxis über neue Ansätze und Trends im Personalwesen aus und erörterten in verschiedenen Formaten, was Unternehmen tun müssen, um auch künftig wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu den Referenten gehörte unter anderem auch Frank Kohl-Boas, Head of HR bei Google Deutschland. Ich freue mich auf zahlreiche Vorträge der Kollegen. Ich hoffe auch, in einem oder anderen Workshop teilzunehmen. Für mich ist es immer sehr gut zu sehen und zu hören, was uns als Personaler bewegt, wohin sich die Personalwirtschaft bewegt und was in den Unternehmen gut läuft, noch nicht so gut läuft oder anders läuft. Insofern freue ich mich auf den Tag. Schon in der Eröffnungskeynote beschäftigen sich Joachim Rotzinger und Marc Stoffel mit den Herausforderungen der Zukunft. Einer, der sich damit bestens auskennt, ist der Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky. Wir werden in den nächsten 10 Jahren einen Markt der Vollbeschäftigung in Deutschland haben. Vollbeschäftigung bedeutet, 6,5 Millionen Menschen werden in Rente gehen oder mehr in Rente gehen, als von unten nachkommen. Das heißt, ein großes Loch sozusagen an Mitarbeitern, die nicht mehr da sind. Je nach Studie zwischen 2 Millionen und 5 Millionen liegt dieses Loch. Und dieses Loch wird die HR-Strategien der Zukunft prägen. In zahlreichen interaktiven Workshops und spannenden Vorträgen diskutierten die Teilnehmer über die zukünftige Rolle von HR und eine Unternehmenskultur, die stärker den Mitarbeiter in Entscheidungen einbindet. Wir glauben, dass demokratisch geführte Unternehmen innovativer sind, dass sie auch die richtigen Dinge tun, dass sie Trends oder auch Probleme schneller erkennen und somit die Organisation auch erfolgreich ist, zumindest nachhaltig betrachtet. Wir glauben, dass sich Unternehmensgrenzen stärker verschwinden werden. Das heißt, dass Mitarbeiter viel agiler auch ihr Arbeitsleben gestalten möchten. Und da wird Demokratie viel, viel wichtiger sein, als es heute schon ist. Beispielsweise, mit wem arbeite ich, an welchen Projekten, in welchem Unternehmen. Und wir glauben, dass sich Arbeitgeber besser positionieren, je stärker die Kultur auch ist, wie stärker auch der Employer-Brand ist. Und deshalb glauben wir, dass Demokratie auch ein wichtiges Thema ist, sich für den Arbeitsmarkt aufzustellen in Zukunft. Das Feedback der Teilnehmer war herausragend. Und wir freuen uns schon heute auf einen spannenden Austausch beim nächsten Talentmanagement-Gipfel. Meine Erwartungen waren hier interessante Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, aus der HR-Society zu treffen, mit denen mich auszutauschen und selbstverständlich auch interessante Vortragende und Vortragenden zu hören. Was mich sehr freut, ist, dass man denkt, dass man sehr viel weiß, man denkt, dass man viele Bücher gelesen hat, aber mit diesen Mitbesuchern an dieser Gipfel findet man heraus, es gibt noch viel mehr zu lernen. Und ich möchte mich ganz herzlich für diesen innovativen Tag bedanken und würde sofort mich für den nächsten Gipfel eintragen.